Wir haben in dem Text gelesen von einem Mann mit Namen Simeon, ein älterer Mann, der in Jerusalem lebt und der wartet, steht da im Text, auf die Hilfe für Israel. Wörtlich heißt es auf den Trost Israels. Das hatte der Prophet Jesaja 700 Jahre vorher geschrieben, dass Gott sein Volk trösten wird. Gott wird jemand senden, der speziell beauftragt sein wird, seinem Volk zu helfen, den Menschen eine Hoffnung zu geben. Und diese Person heißt auch der Messias. Auf den wartet er. Messias, das bedeutet im Hebräischen der Gesalbte. Gesalbt wurden Könige, gesalbt wurden Propheten. Also jemand, der von Gott für eine große Aufgabe gesandt wurde und auch ausgerüstet ist dafür. Und jetzt ist der Simeon schon sehr alt. Der weiß, sein Leben wird bald zu Ende gehen. Aber einen großen Wunsch hat er schon sehr lange. Er möchte das sehen, dass sich das Versprechen von Gott erfüllt für sein Volk. Und er hat diesen Wunsch all die Jahre hindurch nicht aufgegeben. Und jetzt kommt eines Tages ein junges Paar in den Tempel. Das sind Josef und Maria. Sind ärmere Leute, die haben einen kleinen Jungen dabei, einen Säugling. Die wollen 40 Tage nach der Geburt das Opfer bringen, was nach dem Gesetz des Mose so vorgeschrieben war. Das gehörte zu den damals üblichen religiösen Handlungen. Und Simeon ist auf einen Impuls des Heiligen Geistes jetzt auch gekommen an diesem Tag in den Tempel. Und als er das Paar mit dem Kind sieht, da weiß er, das ist er. Das ist der, auf den ich gewartet habe. Er geht auf das Paar zu, nimmt das Kind in seine Arme. Das muss ein unglaublicher Augenblick gewesen sein für den alten Mann. Das Versprechen Gottes für das ganze Volk, ja für die ganze Welt, das geht in Erfüllung. Und auch noch sein persönliches Versprechen, das er bekommen hat. Er darf noch den Messias sehen, bevor er stirbt. Und so ruft er dann voll Freude aus, Herr, jetzt kann ich in Frieden sterben. Du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Und Maria und Josef stehen dabei und staunen. So was Gewaltiges wird über ihr Kind gesagt. Aber jetzt sagt der Simeon noch etwas und das sagt er speziell zur Maria. Und das betrifft auch dieses Kind. Und er sagt, die sind die Verse 34 und 35, der ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. So sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. Was hat Maria da wohl gedacht, als sie diesen Spruch gehört hat? Es klingt richtig krass. Da kommt etwas sehr Unangenehmes. Es ist aber ein Teil dessen, was die Bibel uns über die Bedeutung von Weihnachten sagt. Und wir sollten das gut hören. Warum? Wir betonen an Weihnachten oft so diese schöne Seite, das Licht, das Gute, den Frieden, den Weihnachten bringt. Und dass Jesus kommt, bedeutet auch Frieden. Es bedeutet aber auch Konflikt, die Notwendigkeit, sich zu entscheiden, die Notwendigkeit, auch Kampf in Kauf zu nehmen. Es ist doch so, wenn ein Chirurg einem Patienten helfen will, der einen Tumor hat, dann muss er schneiden, es wird Blut fließen, das wird wehtun. Oder wenn ein Therapeut einem Menschen, der unter Fehlprägungen aus seiner Kindheit, aus seiner Vergangenheit leidet, wenn der dem helfen will, dann muss der das an die Oberfläche bringen, auch wenn das schlimme Erinnerungen sind, auch wenn das schmerzhafte Emotionen bedeutet, bevor es dem Patienten besser geht, muss er da durch. Und so wird es auch bei Jesus sein. Und Jesus selbst sagt ja auch so krasse Sachen. Einerseits sagt er, Matthäus 10, 34, ist auch auf dem Handout, denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert.
Auch hier ist wieder von diesem Schwert die Rede. Aber dann sagt er auch, als er sich von seinen Jüngern verabschiedet, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Und er macht klar, was das heißt. Sein Ruf zur Hingabe wird Konfliktsituationen bringen zwischen Menschen auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch in den einzelnen Menschen selbst. Jesus bewirkt Auseinandersetzungen, aber durch die hindurch führt er dann auch zum Frieden. Beides trifft zu. Und deswegen müssen wir uns damit auseinandersetzen. Mein erster Punkt, Konflikte zwischen Menschen wegen Jesus. Und ich möchte zu Anfang gleich nochmal betonen, Jesus kann durch dich Frieden zwischen Menschen bringen. Jesus kann durch uns Frieden bringen. Warum? Nun, bei Jesus wirst du innerlich gestärkt. Deine Identität wird gegründet und gefestigt. Du musst nicht mehr beweisen, dass du besser bist als andere, um deine Identität zu retten. Das schafft die Möglichkeit von Frieden. Das schafft die Möglichkeit, Auseinandersetzung, Wettbewerb mal ein bisschen zu reduzieren, mal sein zu lassen. Und du lernst viel, wenn du Jesus begegnest, zu dem Thema bedingungslose Liebe oder zum Thema Versöhnung, zum Thema Vergebung. Du lernst, dass du dich nicht mehr selbst rächen musst für das, was andere dir angetan haben. Du kannst die Vergeltung Gott überlassen und kannst durch Gutes tun das Böse überwinden. All das führt zum Frieden hin. Du kannst Friedensstifter sein. Man könnte dazu noch einiges mehr sagen. Jesus kann und will durch uns Frieden bringen, auch zwischen Menschen. Aber dann gibt es noch die andere Seite. Der Simeon hat gesagt, dass Jesus ein Zeichen sein wird, dem widersprochen wird. Menschen werden sich polarisieren und viele werden auch gegen Jesus sein. Und das wird Konflikte zwischen Menschen bewirken. Warum ist das so? Jesus sagt, Johannes 3, dass Menschen die Finsternis mehr lieben als das Licht. Das müssen wir erst mal sacken lassen. Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht. Sie lieben das Licht nicht. Warum? Weil Licht an den Tag bringt, was im Inneren vorhanden ist. Es bringt an den Tag, wie wir wirklich ticken. Es kommt an den Tag, was in den Herzen der Menschen los ist, hat Simeon gesagt. Ein Beispiel dazu, der amerikanische Pastor Tim Keller erzählt eine Geschichte von einem Polizisten, der fing an, Jesus nachzufolgen. Und das bedeutete für ihn, dass er jetzt auf einmal nicht mehr bereit war, das Geld anzunehmen, was die Zuhälter in dem Bezirk der Polizei zusteckten oder damit die Polizei sie in Ruhe lässt. Er sagt auf einmal, das geht nicht mehr, kann ich nicht mehr nehmen. Und jetzt trat auf einmal eine Gruppe von den anderen Polizisten auf ihn zu und sagte, du pass besser auf. Du machst die anderen hier ziemlich nervös. Du musst dieses Geld annehmen. Und er hat sich dann geweigert und daraufhin bekam er anonyme Drohungen, sodass er in eine andere Stadt ziehen musste. Konflikt wegen Jesus. Konflikt, weil Jesus in uns Licht bringt in dunkle Verhältnisse und aufdeckt, was hier, wie die Leute ticken, was da schiefläuft. Allein schon dadurch, dass du ein ehrliches Leben führen willst, wenn du Jesus nachfolgst, dass du zu anderen liebevoll sein willst, wenn du Jesus nachfolgst, da kann es sein, dass du negative Verhaltensweisen entlarvst, ans Licht bringst. Vielleicht den Klatsch im Büro oder wo Leute übereinander schlecht reden. Du machst nicht mehr mit, das kommt schlecht an. Oder die Korruption in einer Verwaltung. Oder den Rassismus in deiner Nachbarschaft. Was auch immer. Wenn du jesusgemäß lebst, kann es sein, dass du Sachen aufdeckst, die andere Leute lieber verbergen würden. Dass es für dich in vielen Herbergen keinen Platz mehr gibt. Oder wie es für Jesus auch keinen Platz gab. Damals
im Römischen Reich zur Zeit der ersten Christen, das Römische Reich war in vielerlei Hinsicht ziemlich liberal. Das bedeutet, du konntest deinen privaten Glauben und deine Götter haben, so wie du das für richtig hielst. Aber es gab zum Beispiel Götter, die eine bestimmte Stadt hatte, die die Stadt repräsentierten. Und wenn bei einem Fest dann öffentlich die Götter der Stadt verehrt werden sollten, oder auch wenn der Kaiser als Gott verehrt werden sollte, dann solltest du natürlich auch mitmachen. Und wenn man sich da weigerte, dann zog das Verdacht und Ablehnung und Ärger nach sich. Und auch die Furcht, dass die Gottheit sich dann an der ganzen Gemeinschaft rächen würde dafür, dass nicht alle mitgemacht haben. Und wenn jetzt die Christen überzeugt waren, dass Jesus nicht nur irgendein zusätzlicher Gott ist, dem er sich auch noch da in sein Götterpantheon reinstellen kann, dann führte das zu Zusammenstößen. Christen wurden dann bald als Bedrohung der sozialen Ordnung angesehen. Und es kam immer wieder vor, dass Christen zum Beispiel enterbt wurden, dass sie von Regierungsämtern ausgeschlossen wurden, von den besten Geschäftsbeziehungen abgeschnitten wurden. Die waren dann auf einmal für Christen nicht mehr zugänglich und manchmal auch physisch missbraucht und ins Gefängnis gesteckt wurden. Konflikt wegen Jesus. Diese Gegnerschaft gibt es auch noch auf einer noch tieferen Ebene. Menschen haben so ein Muster der Selbstrechtfertigung in ihren Herzen. Wir wollen gerne glauben, wollen das unbedingt glauben, dass wir kompetent sind, dass wir unser eigenes Leben führen können, dass wir schon okay sind und dass wir uns selbst retten können. Und alles, was dieses Muster, dieses Denkmuster in uns stört, das ärgert uns. Und Jesus und seine Botschaft sind dann so eine dicke Störung für dieses Denkmuster. Wenn wir ihn anschauen, wenn wir sein Wort lesen, dann begegnet uns immer wieder folgende Botschaft. Du gehörst eigentlich nicht dir selbst, denn Jesus hat einen hohen Preis für dich bezahlt. Du gehörst eigentlich Gott. Und das will niemand so gern hören. Es leuchtet ein, dass viele Menschen auf Jesus sauer geworden sind. Und wenn du dich mit Jesus identifizierst und wenn du das nicht verbirgst vor anderen, dann werden Menschen sich auch über dich ärgern. Nun, es ist klar, wir werden auch wegen unserem eigenen Fehlverhalten schräg angesehen. Bei weitem nicht alles, was uns widerfährt an Konfliktsituationen, geschieht, weil wir Jesus nachfolgen. Manchmal sind Menschen durch uns verletzt worden und haben ein Recht dazu, sich zu ärgern. Manchmal sind wir vielleicht arrogant gewesen und Menschen haben das Recht, sich über uns zu ärgern. Aber der Simeon sagt hier über Jesus, dass an Jesus selbst auch was Anstößiges dran ist. Jesus ist ein Zeichen, dem widersprochen wird. Und das kommt in jeder Zeit irgendwo zum Ausdruck. Wer sich mit Jesus identifiziert, der wird auch an seiner Anstößigkeit teilhaben. Also wenn Jesus in unser Leben kommt, macht er uns durchaus zu Friedensstiftern, aber er bringt auch Konflikt. Und wenn du ihm folgst, dann wirst du das kennenlernen, einmal wie es ist, Frieden zu stiften, aber auch wie Konflikt dein Herz beschweren kann. Und dieser Text sagt uns, stellt euch auf das ein. So ist Jesus. Der zweite Punkt, Konflikte in dir selbst wegen Jesus. Auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, hat der Simeon zu Maria gesagt. Das betrifft jetzt erstmal sie selber. Und so später ist es auch so gekommen. Sie war später dabei und sah zu, wie ihr Sohn an einem römischen Kreuz stirbt. Und das ist schon oberkrass. Als Mutter das miterleben zu müssen, das grausame Sterben des eigenen Sohnes, das ist furchtbar. Und so ein frühes Ende hat sie sicher auch nicht erwartet. Das musste außerdem auch für sie und auch für die anderen Nachfolger von Jesus das Ende ihrer Träume und Hoffnungen bedeuten. Und bei Maria gab es auch vorher schon so Situationen, wo der Auftrag von Jesus sie in innere Konflikte gebracht hat. In Markus 3, da lesen wir von einer Szene, wo die Mutter, also Maria, und die Brüder von Jesus
ihn mit Gewalt nach Hause schaffen wollten, weil sie sagten, der ist von Sinnen. Was der da macht, das ist viel zu extrem. So schätzen sie das ein. Und Jesus hat sie daraufhin getadelt, als Maria und der Rest der Familie dann auf ihn zukommen wollten und ihn nach Hause bringen wollten. Da sagte er, wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Und dann sah er seine Jünger an und sagte, seht mal, das sind meine Mutter und meine Geschwister. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Oh, das muss wehgetan haben. Das löst inneren Konflikt aus, sowas zu hören. Und wir sehen auch, Maria ist daneben gelegen in bestimmten Situationen. Die Zurechtweisung aus dem Mund von Jesus muss sie getroffen haben, muss Konflikte in ihr ausgelöst haben. Und dann lesen wir aber auch bei anderen Gelegenheiten, wie Maria ein Beispiel ist für alle, die Jesus lieb haben. Also es gibt beides. Wenn du Jesus kennst, ihn in deinem Leben hast, dann wird auch durch deine Seele ein Schwert dringen. Es gibt inneren Konflikt, es gibt manchmal Verwirrung, es gibt manchmal Schmerz. Du wirst auch mal falsch liegen, du wirst mit Jesus ringen und mit dir selber. Auch an der Stelle möchte ich nochmal betonen, durch Jesus kommt auch Frieden. Jesus bringt auch in dir Frieden. Wenn du an Jesus anfängst zu glauben, dann werden eine Anzahl von Kämpfen in dir beendet, werden zum Frieden gebracht. Der Kampf, dich zu beweisen, das Ringen um eine Identität, das Ringen um einen Sinn im Leben, der auch bei Leiden nicht kaputt geht. Das Ringen darum, wahre Befriedigung zu finden. Diese Kämpfe und noch andere, die werden durch Jesus eine Lösung finden und du kannst in diesen Bereichen Frieden finden. Aber auch neue Kämpfe werden in dir ausgelöst, auf die dann aber auch wieder Frieden folgen kann. Es gibt neuen Frieden, es gibt auch neue Konflikte. Zwei Beispiele. Als erstes Beispiel, Gottes Frieden kommt nach dem inneren Konflikt der Umkehr. Wenn du zu Gott umkehrst, sei es jetzt das erste Mal oder auch wiederholt in deinem Leben als Nachfolger Jesu, umkehren ist zu Gott, das ist wie so, wenn du eine Wunde hast und du wendest jetzt ein Wundreinigungsmittel an. Wir hatten früher in der Familie so eine Jodtinktur, die dann auf die Verletzung draufkam, das hat so richtig gebissen oder ein paar Minuten lang. Das war nicht angenehm. So ein Wundreinigungsmittel, das beißt, es tut weh, aber es reinigt auch und heilt. Und genauso funktioniert Umkehr zu Gott, die bewirkt einen Sturm in deinem Inneren, denn du musst Dinge zugeben, die du eigentlich nicht zugeben wolltest. Du musst Sachen einsehen, die du eigentlich vielleicht nicht einsehen wolltest. Aber das ist der einzige Weg zum Frieden, zu dem Frieden der Vergebung und der Versöhnung. Und Umkehr zu Gott vermindert auch deinen Stolz und deine Selbstgerechtigkeit. Und auch das ist wieder erstmal unangenehm. Dein Stolz und deine Selbstgerechtigkeit sind ja eine schlimme Last für deine Umgebung und auch für dich selbst. Deine Umgebung spürt das vielleicht deutlicher als du. Aber wenn die entlarvt werden und wenn du das dann zugibst, wenn du es Gott und Menschen gegenüber zugibst, dann ist das erstmal schmerzhaft, aber danach kommt es auch zum Frieden. Diesen Frieden, den die Umkehr bringt. Und das geht nicht, ohne dass man durch diesen Schmerz erstmal durchgehen muss, durch diesen inneren Konflikt. Und dann kommt der Frieden. Ein zweites Beispiel, Gottes Frieden kommt nach dem inneren Konflikt, der Unterordnung unter Jesus vorausgeht. Der Apostel Paulus beschreibt, zum Beispiel im Römerbrief, Kapitel 6 bis 8, den inneren Kampf zwischen deinem alten Selbst und deinem neuen Selbst. Wir haben das in der letzten Predigt so ein bisschen angeschaut. Deine alte Natur will, dass du dein eigener Herr bist. Wir haben geredet von dem kleinen Herodes, der in uns drin steckt und der unbedingt auf dem Thron bleiben will. Und Jesus, der eigentlich das Recht hat, auf dem Thron zu sein. Aber deine neue Natur, die kennt den Frieden, der kommt,
wenn du Gott Gott sein lässt, wenn du Jesus auf den Thron von deinem Leben lässt. Es ist doch so, wenn zwei Willen aufeinandertreffen, gibt es Kampf. Wenn die Willen nicht übereinstimmen, oder? Aber wenn wir mit Gott durch diesen Kampf gehen und schließlich sagen, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, dann kommen wir tiefer in diesen Frieden hinein. Und das betrifft auch das Leiden, das betrifft Schicksalsschläge in unserem Leben. Wenn du in einem Schicksalsschlag an den Punkt kommst, wo du sagst, Gott, ich sehe es ein, ich habe nicht das Recht, dir zu sagen, wie du dein Universum lenken sollst oder wie du mein Leben lenken sollst. Du hast das Recht dazu. Wenn du das sagen kannst, dann kommst du in eine innere Ruhe hinein, in eine Freude, in eine innere Kraft, die du auf andere Weise nicht bekommen würdest. Diese Art von Kampf, von innerer Auseinandersetzung kann zu großem Frieden führen. Jesus hat gesagt, dass er ein Schwert bringt. Und der Simeon hat es auch gesagt. Ein Schwert wird durch deine Seele dringen. Das bedeutet, dass wir wegen Jesus Konflikte erfahren können. Es bedeutet, dass wir schmerzhafte Kämpfe in uns selbst erfahren können. Und Weihnachten lehrt uns, dass wir uns dann nicht dem Selbstmitleid ergeben sollen. Das Endergebnis dieser Konflikte sind tieferer Frieden, sind Freude, wenn wir an Jesus bleiben. Simeon sagt also, dass wir als Nachfolger Jesu Schwierigkeiten erwarten sollten, dass wir darauf vorbereitet sein sollten, nicht überrascht sein, wenn Konflikte kommen. Aber Jesus hat Frieden gebracht durch seinen Kampf am Kreuz. Wie können wir diese innere Kraft haben, um diesem Schwert in der Seele entgegenzutreten, um das auch zu ertragen? So ein Schwert begegnet uns noch öfter in der Bibel. Wir lesen ganz am Anfang der Bibel im 3. Kapitel von 1. Buch Mose, wie Gott die Menschheit wegschicken musste aus dem wunderschönen Garten, aus seiner Gegenwart, aus dem Paradies, weg vom Baum des Lebens. Und auch da lesen wir von einem Schwert. Wir lesen von diesem Engel, diesem Cherub, wie er genannt wird, der mit dem flammenden Schwert den Weg zurück zum Baum des Lebens bewacht. Also es gibt keinen Weg mehr zurück zu diesem ewigen Leben, zu dieser Lebensqualität, zu diesem Baum des Lebens. Kein Weg zurück in den Garten. Oder anders ausgedrückt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Abgeschnitten vom Baum des Lebens. Und das ganze Alte Testament bezeugt das. Im Alten Testament kommt es immer wieder vor, wenn Sünde gesühnt werden soll, muss ein Tier sterben. Was hat also Jesus getan, als er ans Kreuz ging? Er zahlt die Strafe für unsere Sünde. Er kommt unter das Schwert. Im Jesaja lesen wir Kapitel 53, er wurde abgeschnitten vom Land der Lebendigen. Für die Übertretungen meines Volkes wurde er bestraft. Zu unseren Gunsten hat er das auf sich genommen. Und deswegen, angesichts dieses Schwertes, was in unser Leben eintreten kann, brauchen wir uns nicht dem Selbstmitleid oder der Feigheit hinzugeben. Das Schwert, was Jesus ertragen hat, war viel größer als das, was er uns bittet zu ertragen. Als er seinem letzten Augenblick entgegenging, da war er völlig allein und verlassen. Von seinen Jüngern, von seinen Freunden, sogar von seinem Vater selbst. Aber wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, durch Konfliktsituationen, mit anderen, in uns selbst, wir sind nie allein. Er geht mit uns. Auch wenn ein Schwert durch unsere Seele geht. Wenn Maria geantwortet hätte, ich will aber kein Schwert in meiner Seele, will das alles nicht. Oder wenn Jesus gesagt hätte, ich will dieses Schwert des Gerichtes Gottes nicht auf diese Weise Frieden bringen, nee, das will ich nicht. Wo wären wir dann jetzt? Aber er hat sich dem ergeben und hat es auf sich genommen.
Und deswegen folge ihm zum Frieden. Er wird dich durchtragen und wird konfliktvolle Situationen zum Frieden verändern. Amen.